Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal Lars Reiter. Wir sind in Folge 372, glaube ich, von Simotrans. Und zwar mit dem Pack German. So, wir hatten letztes Mal hier irgendeinen LKW. Den hatten wir aufgegriffen und den haben wir dann, oder eine Route mit LKWs, die von irgendeiner Brauerei, da Klosterbrauerei hierher fuhren, Sachen abgeliefert haben. Da passte nicht einiges oder sowas. Da waren zu viele Fahrzeuge vielleicht drauf. Müssen wir nochmal reingucken, machen wir nach dem Intro. Ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann schauen wir mal. Linienverwaltung. Oder gucken wir erstmal gerade ins Geld. Das interessiert mich nämlich gerade wieder. Die Marge ist bei 16% hier. Wo ist, sieht man ganz schlecht, aber hier ist irgendwo die Marge. Da war schon mal 36. Ist immer noch ein Plus. Alles ist gut. Alles läuft. Wir müssen nur gucken, dass das Geld zusammenhalten sozusagen. Vielleicht kommen wir irgendwann mal ins Plus, aber wir sind seit 225 Monaten, haben wir das Konto überzogen, ne? Jetzt ist die Marge sogar mal 19%, also so schlecht läuft es nicht. Jetzt können wir natürlich weiter gucken. Hat er schon was angenommen? Nein, ich hatte nämlich wieder mal WASD geklickt, das ist ja immer so, ne? So, jetzt schauen wir uns die Linien. Ne, die Linien wäre eigentlich auch nicht richtig. Wir würden Fahrzeuglisten haben und dazu gucken, wer die schlechtesten sind, ne? Oder wie war das? Beziert Gewinn. Und da ist Plus, da ist Minus. Den Zug haben wir letztes Mal bearbeitet, ne? Ja, Stahlwerke passt. Der hat da auch jetzt tatsächlich was drauf und lädt da 400 Tonnen, okay. Und da auf Kohle und Salze da drauf oder was? Nee, das wartet hier. Quatsch, oder? Nee, ist schon der Zug. Okay. Kohle geht da rein, Salze geht da. Ja, Schrott wird da auch reingehen, ne? Gut, wenn das so ist, dann passt das ja. Dass er Salze mitnimmt, wusste ich gar nicht. Das läuft aber auf jeden Fall. Hier haben wir einen Zug, der ohne Dingens rumfährt, ohne Ware, ohne Post sozusagen. 1000 Sack Post fährt da leer durch die Gegend. Ne? Ah, 75.000 Miese. Wie ist denn der Fahrplan da? Holt der hier Post ab? Müsste man erstmal so gucken. Ne? Hier ist keine Post. Da muss ich mal aufpassen, dass ich nicht einen Stopp anwähle. Ne? Hier ist bestimmt auch keine Post. Ne? Nö. Da fährt er auch umsonst hin. Ah, das ist jetzt ein bisschen schwierig, das immer da umzuklicken. Ne? Hindenburg-Ölfeld, warte mal. Habe ich den ja jetzt nicht schon angeklickt? Ja. Da ist der nächste. Hier gibt es auch keine Post. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht das hinzugefügt. Ne, sonst wäre ja unten runter. Passt schon. So, hier. So, da hält er da oben an. Hier gibt es auch keine Post. Lass mal Statistik gucken. Beförderung. Alter, der hat nie was transportiert. Das bedeutet, hier ausmustern, brauchen wir nicht mehr. Und dann können wir wahrscheinlich noch nachgucken, dass der auf der Liste da stand, ne? Der hatte bestimmt eine Liste und die ist jetzt leer, eine Linie. Da hätte ich natürlich noch drauf gucken können, ne? Ja, das könnte hier da gewesen sein, ne? Linie löschen, weg. Passt. So, dann ist dieser der nächste, der jetzt dran glauben muss. Oder auch nicht. Aber der fährt sogar Materialien hier durch die Gegend. Wo ist denn das? Machen wir hier hin. Freiheit Statistiken. Beförderung. Ja, fährt immer Beförderung. Aber freie Kapazitäten sieht man auch. Vielleicht ist der Zug einfach nur zu groß, ne? Einnahmen sind auch plus. Betriebskosten sind Minus, ist klar. Profit ist immer Minus. So, jetzt haben wir das Profit. Da ist die 0, da ist das Minus. Ja, das sieht nicht so toll aus, ne? Jetzt ist er hier unten dran, ne? 1080 Paletten Stück. Gut, wie gesagt, der Fahrplan, er steht da ja jetzt gerade. Ah, er hat auch so ein Zeitfenster.
Ja, schwierig. Der Fettlobby jetzt unten zum Zementwerk, ne? So sieht's aus. Oh, was hat hier denn der? Aha. Hier ist eine Bäckerei. Ne, hier ist ein Hühnerhof ist hier hingekommen in der Nähe. Und er macht Palettenstück gut. Was macht denn der Hühnerhof hier für ein Stück gut? Weil der ist ja auch im Einzugsbereich dann, oder? Tierfutterfabrik. Marktplatz ist auch angebunden. Warte mal, wenn wir hier doch reingucken, dann sehen wir doch, was hier ist. Eier? Ja, Eier werden dann transportiert, ne? Über einen Verpackungshersteller. Das ist ja der Zug, der jetzt hier dann neu kommt, oder? Verpackungsmittel ist nicht hier. Farben ist nicht hier. Eier ist hier. Betonfertigteile. Okay, was macht der Hof noch sonst so? Gerste, okay. Also dieser Zug transportiert hier unten dann die Eier, ne? Wahrscheinlich, oder? 78 Betonfertigteile hat er und 110 Paletten Eier. 20. Der Fahrplan sagt, er wartet hier eine gewisse Zeit, okay. Die Produktion hier ist zu schlecht dann, ne? Und 100 Paletten Betonfertigteile. Jetzt fährt er wieder. Okay. Wo kommen denn... da oben will ich nicht gucken. Ich will hier gucken. Achso, hier ist ja Betonfertigteile, ne? Aber warum... Produktionszement. Hä? Steine, Sand, Kohle, Verpackungsmittel. Niemand liefert an. Er hat aber auch genug, oder wie sehe ich das? Verbrauch? Ist alles... Nee, Verpackungsmittel sind nicht vorhanden. Die fehlen. Okay. Wieso geht es beim Verpackungsmittelhersteller nicht voran? Was fehlt da? Kunststoffgranulat. Stahl ist da, Farbe ist da. Das Kunststoffgranulat vom Chemiewerk. Das Chemiewerk hat keine Salze. Aber Salze wurden ja jetzt geholt da hinten, ne? Okay, das Kalibergwerk ist angeschlossen. Nein, das wollen wir nicht. Kalibergwerk ist angeschlossen, aber wie? Wer fährt denn hier die Salze durch die Gegend? Okay, das ist gar nicht angeschlossen, oder? Irre ich mich? Doch. Schüttgut über da unten. Und der hier ist wahrscheinlich... Ja, der hat Kohle da drin, aber nichts anderes. Wer fährt denn da an? Ein, zwei LKW wahrscheinlich nur, ne? Fahrplan? Ne, Fahrzeugdetails ist auch falsch. Hier, Salze. Drei. Voll. Ich denke mal, da müssen wir noch was draufsetzen dann, ne? Zum Kindergarten, ne? Und der Bahnhof ist hier. Und wie viel ist hier drauf? Schüttgut, Salze. Über Floto-Alacher-Straße. Aber da holt keiner was ab, oder? Warte, jetzt kommt ein Zug auf jeden Fall rein. Das ist ein kurzer Zug. Hey, ich sag jetzt nicht, der hat das Salz mitgenommen. Ja, der hat die Salze mitgenommen, okay. Der ist auch voll. Aber da liegt jetzt kein Salz mehr. Das heißt, das war passend. Jetzt ist die Frage, ob wir die Stückzahl da hochsetzen. Und der könnte das ja eigentlich auch hier, ne, oder? Aber wo fährt der hin?
Mir fährt nach Sonderhausen Kohlekraftwerk. Ach, das ist da, okay. Ja, das ist eine andere Linie. Das macht keinen Sinn, dass er da was mitnimmt dann, okay. Das ist ein Personenzug, der da gerade gekommen ist. Das passt dann schon. Ja, wir müssten den Ausstoß dann erhöhen, weil das da hapert es ja dran, oder? Und dann müsste ich aber, wenn das das Kalibergwerk hier ist, nochmal schauen. Das war das hier, ne? Ja. Das Chemiewerk kriegt das. Ist das denn das Einzige, dass die Salze von da kommen? Nee, ne, oder? Doch, tatsächlich ist. Nur da kommt das Kalibergwerk. Okay, das bedeutet, wir müssen da die Kapazitäten definitiv erhöhen. Also LKWs mehr fahren lassen oder anders planen? Hier ist ja auch ein Bahnhof, ne? Hier einen Übergang machen und da lang fahren. Oder? Aber der Zug da hinten fährt da ja schon hin. Nee, ich denke, wir steigern das Ganze hier. Wo ist hier das Depot? In Floto wahrscheinlich nur, ne? Mach das mal zu gerade. Das auch. Wie heißt die Linie? Salze Lauter. LKW. Benötigt Salze. Haben wir. Okay, und da gibt es auch solche Gipper. Also der ist rot, weil der nichts anhängen kann. Das war hier ein Cent teurer wie der, ne? Oder? Ja. Der könnte mehr am. Ach komm, den 1 Cent, den gönnen wir uns jetzt. So, dann hier Fahrplan, Salze Lauter. Lauter Salze oder Salze Lauter? Stand der LKW vor? Weiß ich gar nicht. Da muss ja hier sein dann. LKW S. Nee, steht nicht davor. Dann gibt es wieder so eine Top-Linie hier unten. So ist es. Okay, das heißt 1, 2, 3, 4, 5 sind es dann, glaube ich. Machen wir voll. 10 Stück sind es jetzt, oder? Gut, das bedeutet, der fährt dann dahin. Wo ist der Salzezug? Ist das der? Der fährt schon zurück. Ja, der fährt nach dem Kindergarten hin. Könnte sein, dass er das ist. Der ist schon auf dem Rückweg. Das ist hier der Kohlezug. Der fährt ja super schnell, ne? Maximal 120 km/h, aber die reißt der überhaupt nicht, weil der Zug zu lang ist wahrscheinlich, ne? Oder? 46, 47. Ja, das läuft jetzt gerade nicht so gut, ne? Wie schnell wird er denn? 50, 51. Gleich in der nächsten Kurve macht er schlapp, oder? Okay. Ne, siehst du, da wird er schon langsamer. Das war zu viel, die Kurve. Oh oh. Das war der, ne? Dann mach mal gerade schneller. Interessiert mich ja jetzt mal. Aber jetzt muss er auch noch warten. Auf wen denn? Passagierzug wahrscheinlich, ne? Okay, da fährt er auf sein eigenen Gleis. Und wie schnell fährt er zurück? 100? 108, 109, 110. Okay, da schafft er fast die 120, ne? Ja, da wird er wieder langsamer. Oh, da habe ich 119 Grad gesehen. Da, 120. Geht doch. Ja, weiß ich auch nicht. Sollen wir da eine bessere Lok dran ersetzen? Die da jetzt drauf ist, die hat ja nicht genug Leistung. 2800 kW. Aber so oft wie der fährt, ist das vielleicht auch egal, oder? Hier stehen die LKW-Schlange.
die da, sag schon, wahrscheinlich jetzt Salze wie bekloppt hier hinbringen. 168 Tonnen Salze. Ja, jetzt müsste man überlegen, den anderen Zug größer zu machen, aber dafür müsste man hier auch den Bahnsteig verlängern, ne? Müsste man mal drüber nachdenken, oder? Diese zwei kleinen Dinger bringen uns jetzt nicht hier wirklich weiter, ne? Ist das der? Achso, ich habe keinen Gleis da, dann kann das auch nichts werden. Ich mache 110 Standard, egal. Auch wenn da jemand geschrieben hat, dass ich da die Gleise nicht so teuer machen soll. Also günstigere. So, das ist schon mal länger, ne? Siebenmal. Jetzt kommt der Zug da reingefahren. Ist der denn so lang? Oder fährt der denn bis da hinten durch? Nö, der hält sowieso hier vorne an. Warte, dann gib mir den mal gerade noch mal her. Fahrplan. Floto. Lauter Kindergarten. Dann mach mal hinzufügen hier hinten. Und löscht das Ding raus. Aber hier unten soll er 100% noch kriegen. Jetzt hat es geklappt. Passt. Und den oben löschen wir. Und jetzt passt es erstmal, ne? Ah, wieder eigener Fahrplan. So ein Shit. Jetzt weiß ich nie mehr, wie der hieß. Ist das vier Städte Kohle? Kann das sein? Nee. Güterzug, Verpackung, Zement, Stahlwerk, Altenau, Stahlwerk, Verpackung, Sonderau. Riedenburg Stahlwerk, Riedenburg Hardex und Raffinerie Verpackungshersteller Obst. Mühle 1 und 2 Sonderhausen, Maschinenfabrik, Stahlwerk, nee, Kohle. Kohle, nee. Dübenland, nee. Getreide, Obst, Geflügel, nee. Oh oh. Gibt's hier auch vielleicht Salze? Salze, Stahlwerk, Chemiefabrik, nee, ist es auch nicht. Boah, das ist jetzt schwierig, ne? Ach, der ist sowieso nicht mehr da. Kann man das durchblättern, so einzeln hier mit Pfeiltasten? Nee, ne? Ah, da ist er. Salze, Lauter, Floto. Glück gehabt, wa? Gut. Und Linienverwaltung aufmachen. Salze, Lauter, Floto hieß das, ne? Oder? Salze. Ist da jetzt nicht. Ach, hier erst. Ach, weil das Großbuchstaben sind, die kommen dann danach. Aha, okay. Fahrplan der Linie ändern. Den fügen wir hinzu. Machen da 100% raus. Und den löschen wir dann. Schließen den. Und haben diese Linie angepasst. Und jetzt müssen wir noch den Zug anpassen, ne? Diesen Zug müssen wir anpassen im Prinzip. Aber hier ist ein Lokschuppen. Dann machen wir Loks. Den haben wir hier mit 2800. 2650, okay. Es gibt sowieso keine leistungsstärkeren Loks hier, oder wie sehe ich das? Das bedeutet, wir müssen definitiv hier elektrifizieren. So sieht's aus. Weil wir fahren hier noch mit Diesel rum und die anderen haben viel mehr Leistung. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir hier mal ein paar Dingensmasten aufstellen, Hochspannungsleitungen.
oder wie die auch immer heißen bei der Bahn, ne, dass wir da definitiv Strom dran kriegen, dann haben wir auch mehr Leistung, dann kriegen wir hier auch den Zug ausgetauscht für die Kohle und dann wird da mal mehr schneller gefahren, ne? Würde ich sagen. Alles klar, ich bedanke mich. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo macht, eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.